Sehr gut. So, nochmal. Diesmal bitte mit grünem Lumps. Weil ihr kennt mich. Ja, besser. Ich dachte schon, ich muss mich schon wieder töten. Ihr kennt mich, Perfektionist bedeutet alle Lumps. Nicht alle Lumps bedeutet Level nochmal. Wow. Wow, 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 wow. Naja, wir sterben vielleicht ein bisschen öfters, aber dafür fehlen uns auch nur noch 10 Lumps. Ey, so eine Kameraführung. Ich glaub's einfach nicht. Ich weiß auch schon, wie dieser Teil hier heißen wird. Weil das ist ja immer das Schöne. Der Let's Player hat die Freiheit, die Kanalbeschreibung und die, den Titel des Videos selbst zu wählen. Natürlich hat er das. Boah, und jetzt wird's buggy. Jetzt wird's richtig schwer. Weil der letzte gelbe Lumps ist so ein Arschloch. Der ist so schwer zu erwischen. Hat ihn, hat ihn, hat ihn. Sieg, Leute. Ah nee, der Dinger, der buggy Teil war erst jetzt. F5. So. Wir haben schon volle Energie, das heißt, wir sparen uns das. Ne, wir machen es trotzdem. So, der wird uns jetzt immer abwechselnd mit Feuer... Oh oh. Mit Feuer und mit, Lava-Bällen abwerfen. Ne, mit Feuer und mit diesen komischen Totenköpfen. Und diese Totenköpfe halten nicht ewig. Und wenn sie aufeinander prallen, gehen sie unter. Das heißt, man muss das richtige Timing zwischen Schießen, Springen... Und vor allem den Abstand zwischen den Totenköpfen haben. Er spielt quasi ein bisschen mit uns. Und tschüss, mein Freund. Wo ist meine F5-Taste? Hier. Ich speichere jetzt hier öfters zwischen, weil ich weiß, dass es gleich abkacken wird. Hat's jedenfalls das letzte Mal. Wow! Was war das denn für ein Move? War vor der Katapultsprung. Oh, muss ich jetzt von hier aus rüberspringen? Das hätte es mir auch einfacher machen können, du Pfeife. Ja, komm. Geh sterben. Daneben geschossen. So, wir haben schon volle Energie. Nochmal F5, würde ich sagen. Also ich benutze übrigens keine Save States, um das Spiel selber durchzuspielen. Das will ich nur mal gesagt haben, aber wenn es buggy wird, kann ich nur mit Save States mir behelfen. Uah. Boah, der war ja mal voll unnötig. Wow! Wow! Scheiße. Wie, man kann den Lumps nicht sofort erwischen? Mano! Muss ich da nachher echt runter, um mir die Scheiße zu holen. Es fehlen übrigens noch immer nur 5 Lumps. Wow, das war aber auch knapp. Okay, komm, hol sie dir. Gut, unsichtbares Lava, sichtbare Feuerbälle. Hier war meine Taste. Immer so ein kleiner Mikro-Lag. Und Schuss. Und Schuss. Boah, der hat der Affengeschwindigkeit drauf, ey. Ja, schieß ruhig auf mich. So, jetzt haben wir übrigens alle Lumps. Und fast die Gleichgewichtskontrolle verloren. So, und jetzt wird's spannend. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach ins Bodenlose gesprungen. So kurz vorm Ende. Ein Glück, dass ich vorgesorgt habe. Der wird einige Versuche brauchen, bis er mal nicht daneben springt. Ich habe das schon geschafft, also keine Angst. Irgendwann wird es weitergehen, aber ich weiß eben nicht wann. Lustiger Bug. Boah, der hat mich voll nicht lieb. Wir machen hier nochmal Speichern. Weil eigentlich brauche ich ja nur einen Speicherpunkt, kurz bevor er losgesprungen ist. Ja, komm. Kotzt uns von der Seite an. Und?
Das sieht so geil aus, wie er schlichtweg daneben springt. Und? Ja, er hat's geschafft. Also wie ihr seht, auch ein böser Satan springt hin und wieder mal daneben. Vor allem, weil er... Ich glaube, das liegt daran, dass er nur ein Auge hat. Weil ich meine, für den ist es natürlich um einiges schwieriger, jetzt zu sehen, wo er hinspringt. Weil ein Auge, ihr wisst sicherlich, da ist nichts mit 3D und so. So, der letzte große Abgrund. Und er haut nochmal richtig rein. Also man kann das übrigens auch langsamer lösen. Dann hat man nicht so Probleme. Weil die Teile halten auch nicht ewig, wie ihr seht. Wow, und das Spiel laggt. Das ist schön. Da haben wir jetzt einen Totenkopf. Der... Ha! Den habe ich gut getroffen. Gerade bevor er entstanden ist. Nein! Ich fliege tief. Cool. So, was passiert jetzt in diesem Level? Totenköpfe. Wow, Gold. Der Schatz. Yeah. Unglaublich. Das ist Gold. Gut programmierte Münze. Du hast mich besiegt. Mein Schatz gehört dir. Nimm, was immer du willst. Rayman steht vor einer wichtigen Frage. Will er den Schatz oder will er keinen Schatz? Man tippt natürlich richtig. Er will natürlich keinen Schatz, weil ich meine, was will der auch mit Gold? Das Spiel hängt sich auf. Ah, nee, doch nicht. Nur Levelwechsel. Der dauert immer ein bisschen. Hypnose beendet. Komm, wach auf, Rayman. Du bist nicht in die Falle gegangen. Du hast es verdient. Achso, hier. Ja, natürlich. Das Elixier des Lebens. Passt gut darauf auf. Danke. Ja, das war das Elixier des Lebens, ne? Oh, der Level hier, Eingang ist auch vorbei. Boah, cool, da kann man surfen. So, das heißt, wir haben in diesem Level hier nichts mehr verloren. Wir gehen weiter in den nächsten. Ach, fick dich. Du genauso. Jetzt haben wir das Elixier des Lebens und damit können wir Clark, mir ist nämlich inzwischen sein Name eingefallen, was heißt inzwischen, vor 2 Sekunden, können wir Clark endlich retten und... Wow, und wir gehen unter. Ja, okay, finde ich gut. Und zurück. Dann können wir jetzt endlich Clark sein Leben retten. Finde ich sehr gut. Gefällt mir. Wollen Sie das Spiel speichern? Natürlich. Als ob ich es nicht schon genug gespeichert hätte. So. Mal sehen, wie viele Lumps wir jetzt schon haben. 336. Geile Sache. Und wie ihr seht, an diesen roten Wegen... Wir haben bis jetzt alle Level, bis auf diesen einen, den man eben nicht vollständig machen kann, vollständig geschafft. Zurück in die Menhir-Hügel. Leck. Ja, kennen wir. Komm her. Trau dich. Boah, das ist so öde, hey Leute. Wow. Ups. Ups, wollte ich nicht. Komm. Komm. So, wie lange brauchten die eigentlich zum Anhalten? Okay, geschafft. Weiter geht's. Ihr könnt mich. Tschüss. Ja, das ist primitives Durchrennen im Moment. Bis zu der Stelle, wo ich aufgehört habe. Oh, nochmal. Komm.
versuche mich zu töten. Hopp. Way. Im Kreis rennen. Oh. Hups. Hopp.